eBay hat ihre Entscheidung bekannt gegeben, 2400 Arbeitsplätze zu streichen und ihre wesentliche Unternehmensdivision zu verkaufen, die vor 4 Jahren für 2,4 Milliarden Dollar gekauft wurde. eBay plant, in 3 verschiedene Unternehmen aufzugehen, um E-Commerce M&A zu ermöglichen. Einige Analysten glauben, die einzelnen Unternehmen können potenziell mehr wert sein als das Gesamtunternehmen. eBay erklärte, wir werden Organisationsstrukturen vereinfachen, um die Unternehmen zu konzentrieren und sicherzustellen, dass wir fit zum Konkurrieren und Gewinnen sind. Nachdem das Unternehmen seinen Gewinn für das 4. Quartal veröffentlichte, sagte CEO John Donahoe, niemand weiß, was später passieren wird, aber jedes Unternehmen wird flexibel genug sein, das zu tun, was es tun soll, um zu gewinnen. Sein Gewinn im 4. Quartal stieg auf 936 Millionen und Umsätze auf 4,9 Milliarden Dollar. eBay-Aktien stiegen in New York um 2,6% im nachbörslichen Handel. Im ersten Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 4,35 bis 4,45 Milliarden Dollar. Beide Prognosen liegen unter den Markterwartungen. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Ben Jones bringt Ihnen morgen den nächsten Pressespiegel. Bis bald.